Michael van Gerwen ist erfolgreich in die Premier League of Darts 2019 live auf der ZN gestartet. In der Neuauflage des jüngsten WM-Finals setzte sich der Niederländer mit 7:5 gegen Michael Smith durch. Nicht nach Plan lief es hingegen für Mensur Suljovic. Van Gerwen hatte dabei allerhand zu tun. Denn nicht nur der Branchenprimus überzeugte mit einem Average von 104,78 Punkten, auch Smith spielte stark auf. Dem Bullyboy gelang dank eines 12-Darters gleich zu Beginn des Matches ein Break und auch sonst warf er durchaus zielsicher. Mighty Mike war an diesem Abend dennoch nicht zu schlagen. Mit Aufnahmen, die reihenweise jeweils der 100 Punkte lagen und einer Checkout-Quote von 54,55% zeigte er, warum er amtierender Weltmeister ist. So schnappte er sich beim Stand von 6:5 das entscheidende Break zum Sieg. Nicht in Topform präsentierte sich derweil Suljovic. Der Österreicher musste am 1. Spieltag der Premier League gegen Contender Chris Dobey ran, der in Newcastle für den verletzten Gary Anderson einsprang. Nachdem Suljovic bereits zwischenzeitlich 1:5 hinten lag und damit einer Klatsche entgegensteuerte, riss er das Ruder nochmal um. 5 Lecks in Folge gewann The Gentle, vergab dann aber beim Stand von 6:5 einen Matchstart. Dobey nutzte die Gelegenheit und schnappte sich wiederum den Durchgang zum 6:6 unentschieden. Mit demselben Ergebnis mussten sich Peter Wehreit und der Weltmeister von 2018, Rob Cross, begnügen. Während Snakebite vor allem auf die Doppelbox stark war, patzte er ausgerechnet beim Matchstart. Cross ließ sich nicht zweimal bitten und glich über die Doppel-16 zum 6:6 aus. Keine Probleme hatten derweil James Wade und Gerwen Price. Während Wade Raymond van Barneveld, der seine letzte Premier League spielt, mit 7:4 nie Zweifel an einem möglichen Sieg aufkommen ließ, gewann auch Price seine Partie gegen Daryl Gurney souverän. Power Ranking zum Premier League Start live auf der ZN, Come on, Mensur. Mit der Premier League steht eines der wichtigsten Turniere im Darts-Zirkus an, mit Elmar Paulke live auf der ZN. Nach der Absage von Gary Anderson musste eine kreative Lösung her. Wer holt sich den Titel? Spox macht eine Prognose, Platz 9, Raymond van Barneveld, Niederlande. Wenn wir ehrlich sind, hat Barney den PL-Platz leistungstechnisch nicht verdient. Aber es ist seine Abschiedssaison. Barney wird zum Abschluss nochmal alles raushauen und könnte gefährlich sein. Platz 8 Gerwen Price Wales. Seit seinem Skandaltriumph beim Grand Slam of Darts geht nicht mehr viel beim Iceman. Wie Price damit umgehen kann, sollte er Woche für Woche ausgebuht werden, ist eine der großen Fragen der PL-Saison. Platz 7, Daryl Gurney, Nordirland. Superschin hat bewiesen, dass er große Turniere gewinnen und dabei eine unfassbare Anzahl an 180ern werfen kann, aber zuletzt war seine Form auch überschaubar. Platz 6, Rob Cross, England. Cross steht nach seinem schwachen Jahr 2018 unter Druck. Allerdings die Premier League zählt nicht für die Order of Merit, hier muss er nichts verteidigen und kann sich vielleicht Selbstvertrauen holen. Platz 5, Peter Wehreit, Schottland. 16 Abende plus Playoffs, da wird Snakebite wohl ca. 16 Mal seine Darts wechseln. Wehreit hatte eine absolut katastrophale Phase, machte aber jetzt beim Masters wieder einen viel besseren Eindruck. Die Wende, Platz 4, James Wade, England. Die beiden Major-Titel im Herbst, jetzt schon wieder die Finalteilnahme beim Masters, The Machine hat sich den Platz in den Top 4 verdient. Gut möglich, dass er sich mit seinem Mitte-90er-Average in die Playoffs spielt. Platz 3, Mensur Suljovic, Österreich.
The Gentle sah beim Masters gut aus. 106er AVG versus Whitlock und ist eigentlich mal dran, auch in der PL richtig zu performen und weit zu kommen. Aus deutschsprachiger Sicht kann man nur sagen, come on, Mensur. Platz 2, Michael Smith, England. Der Bully Boy stand im vergangenen Jahr im PL-Finale, er stand im WM-Finale, in Abwesenheit von seinem Mentor Anderson ist Smith aktuell gefühlt die 2 der Welt. Der nächste Schritt wäre ein erster ganz großer Titel. Platz 1, Michael van Gerwen, Niederlande. Natürlich ist MVG auf Platz 1 und wahrscheinlich wird er am Ende zum 4. Mal in Folge den Pokal hochhalten. Man braucht extreme Vorstellungskraft, um einen anderen Sieger als den Grünen in Erwägung zu ziehen. Nach der Absage vom Flying Scotsman hat sich die PDC dazu entschieden, 9 Stars der Zukunft und Local Heroes eine Chance in der PL zu geben. Den Anfang macht in Newcastle Chris Dobey. Sein Match gegen Anderson war vielleicht das Beste der WM. Am zweiten Abend in Glasgow dürfen sich die Fans auf Glenn Durrant freuen. Der Engländer hat 3-mal in Folge die BDO-WM gewonnen und sich jetzt die PDC-Karte erspielt. Tipp: Dutzer gewinnt sein Match gegen Gurney. Eine Woche später hat in Dublin Steve Lennon sein Heimspiel. Er bekommt es mit Peter Wehrheit zu tun. Aus dem Nichts ins WM-Viertelfinale und jetzt in die Premier League. Luke Humphreys darf am 4. Abend in Exeter gegen Gavin Price ran. Die schottischen Fans werden in Aberdeen John Henderson anfeuern. Pech für den Highlander, sein Gegner wird an seinem PL-Abend Michael van Gerwen heißen. In Nottingham kommt es zu einer Neuauflage des WM-Halbfinals. Nathan Aspinall fordert Michael Smith heraus. Aspinall hat das Zeug, in den kommenden Jahren ein fixer PL-Starter zu werden. 21. März, Berlin, letztes Match des Abends, Max Hopp vs. Raymond van Barneveld. Wird der Maximiser die Halle zum Kochen bringen? Dimitri van den Berg wird am ersten Abend des Doppelspieltags in Rotterdam tanzend auf die Bühne kommen und dann auf James Wade treffen. Judgment Night, bevor einer der 9 Teilnehmer eliminiert wird, kommt zum Abschluss in Rotterdam auch Jeffrey Ditzan zu seinem Debüt. Sein Gegner, Rob Koss. Premier League of Darts 1. Spieltag im Überblick. Spieler 1, Spieler 2. Ergebnis: James Wade, Raymond van Barneveld 7:4, Gavin Price, Daryl Gurney 7:4, Chris Dobey, Mensur Suljovic 6:6, Michael van Gerwen, Michael Smith 7:5, Peter Reitrop Cross 6:6.